Hallo zusammen. Das Thema war Kaffee machen. Da habe ich ein Video gemacht mit der 150 Ampere Batterie und einem 2500 Watt Wechselrichter. Kaffeemaschine war hier die gleiche. Und da war dann das Thema, brauche ich die große Batterie oder reicht die kleine? Und reicht ein kleinerer Wechselrichter. Ich habe jetzt hier unsere 100 Ampere Batterie und ich habe einen 1500 Watt Sinuswechselrichter, der zwar spitze bis zu 3000 Watt liefert. Die Batterie, die habe ich nicht ganz voll, also 70% geladen. Und wenn wir jetzt hier auf den Stromverbrauch gehen, Spannung, Stromverbrauch, dann sehe ich, der Stromverbrauch ist 0. Ich habe den Wechselrichter bereits eingeschaltet und ich schalte hier die Kaffeemaschine ein. Und dann seht ihr, die braucht 100 Ampere Strom. Das ist im Prinzip das gleiche wie vorher oder beim letzten Video. Ja, sie taktet, sie braucht einen Moment, bis sie hochgeheizt ist. Wir stellen die Tasse drunter. Machen eine Kapsel rein und ja, die Maschine ist an sich bereit. Sie taktet zwar immer noch beim Heizen, aber wir lassen, weil sie bereit ist, einen Kaffee raus. Hier über den Wechselrichter, hier läuft jetzt die Pumpe ohne Heizung. Ah, die Heizung kommt. Also das ist im Prinzip das Gleiche wie beim Test, den ich vor etwa 2 Wochen gemacht habe. Ja, es geht mit der kleinen Batterie, das ist genau das Gleiche. Wir haben hier nur die Einschränkung, dass wir die Spitzenstrom 150 Ampere nicht dauerhaft rausziehen können. Aber für einen Kaffee reicht das allemale. Ihr seht auch hier auf dem Display, wir haben einen grünen Bereich bis 100 Ampere und bis 150 Ampere sind wir dann schon im roten Bereich drin. Aber das reicht für die Kaffeemaschine, weil das geht. Ihr seht jetzt hier, die erste Tasse ist draußen. Ja, ist fast viel überfüllt. Zweite Tasse raus, das ist hier überhaupt kein Problem. Das Datenblatt von den Batterien verlinke ich euch logischerweise unten. Hier mache ich euch das Video, wo ich mich jetzt beziehe drauf mit der 150 Ampere Batterie und dem 2500 Watt Wechselrichter. Das spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle. Die Frage ist immer, wie viel Strom brauche ich spitze? Wenn ich 3 Ampere brauche für diese Übung Kaffee rauslassen, dann kann ich jetzt hier so um die 30 Kaffee rauslassen. Bei der 150 Ampere Batterie sind es dann 50 Kaffee. Also wir sind weit von der Realität weg, was wir eigentlich an Leistung haben. Normalerweise lasse ich mir 2, 3, vielleicht 4 Kaffee raus und dann bin ich eigentlich bedient. Zweite Tasse ist auch voll. Aber wir gehen zurück auf den Stromverbrauch. 66%, also wir haben jetzt 4% gebraucht. 4% von 100 Ampere sind 4 Amperestunden. 2, 3 Ampere brauchen Kaffee, je nach Maschine, wie warm das Wasser ist. Und 2 Kaffee, etwa 4 oder maximal 5 Ampere, je nach Tassengröße. Auch die Temperatur vom Wasser. Wie warm habe ich das Wasser? Habe ich das im Kanister der, oder Mineralwasserflasche, die schon 25 Grad hat? Oder habe ich es aus dem Leitungswasser? Das spielt alles so kleine Faktoren. Aber im Allgemeinen gesagt, 1500 Watt Wechselrichter, Sinus, wichtig Sinus. Jetzt bei dieser älteren Maschine
spielt das nicht so eine Riesenrolle, aber neue Maschinen, die dann eine elektronische Steuerung haben, da empfehle ich Sinus. Weil die Elektronik packt den Rechteckstrom teilweise nicht sauber. Sinuswechselrichter, Batterie, Punkt. Das Video, wo ich mich beziehe drauf, und hier Kochen mit Peter und hier noch ein Video über eine Brotbackmaschine. Man braucht ja auch noch zum Frühstück weder Butter im Kühlschrank, auch Brot, was ich direkt mit Batteriestrom herstellen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.